Baklava ist nicht nur aus dem Libanon bekannt. Es wird in fast allen Ländern am Mittelmeer auf unterschiedliche Art zubereitet. Zu den Zutaten: 300 ml Zuckersirup, 3 Esslöffel Rosenwasser, 200 Gramm geschmolzener Butter, 300 Gramm Cashewkerne, 8 Blätter Filoteig. Für die Zubereitung der Mischung: Die Cashewkerne werden in der Küchenmaschine zerkleinert. Dann fügen wir das Rosenwasser und ca. 100 ml vom Zuckersirup hinzu und mischen alles gut. Die Zubereitung des Teigs: Wir verwenden jeweils 2 Blätter für eine Baklava-Rolle. Die Filo-Teigblätter werden mit der geschmolzenen Butter bestrichen. Die Füllung wird mit einem Abstand zum Rand des Teigs in einer Reihe verteilt. Der Teig wird über die Füllung gelegt und fest zusammengerollt. Dabei entstehen zigarrenähnliche Stangen. Wir schneiden die Stangen in ca. 4 cm lange Stücke und legen diese in eine Backform. In den Backofen stellen bei Ober- und Unterhitze für ca. 8 bis 10 Minuten bei 200 Grad Celsius. Sobald wir die Baklava aus dem Backofen nehmen, wird diese sofort mit Zuckersirup begossen. Guten Appetit! Wenn dir das Rezept gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um stets über neue Rezepte informiert zu werden. Ich freue mich über deine Kommentare, Anregungen, Kritik und Lob. Alle Rezepte findest du auch in meinem Blog. Traditionelle-libanesische-rezepte.com